Tag zusammen. Glück auf, Ahoi, Schalömchen und Moin. Ist die Freiheit erst eingeschränkt, dann ist der Bewegungsdrang am größten. Ich will nicht lange philosophieren. Es sind aktuell besondere Umstände und wir leben in einer speziellen Zeit, die für jeden völlig neu ist. Und Neues macht bekanntlich oft Angst oder verunsichert. Eigentlich ist ja alles wie immer. Oder fast jedenfalls. Jedenfalls gewöhnt man sich daran. Und doch wird das gesellschaftliche Leben künftig ein anderes sein. Zusammenhalt oder Misstrauen? Prophylaxe oder Paranoia? Wir leben im Überfluss und Luxus. Sind 24/7 erreichbar? Alles ist per Klick verfügbar. Overnight oder sogar same day. Und plötzlich gibt's mal Lücken im Regal und Warteschlangen vor den Läden. Alles eigentlich ganz erträglich. Bedrückender sind die spürbaren Sorgen und Nöte durch pure Existenzängste von vielen. Wie wird es weitergehen? Eins ist sicher. Wir werden uns anpassen und mit den neuen Umständen leben müssen. Nur nicht den Kopf verlieren. Es geht ja weiter. Bis dahin, liebe Ruris, Pottis, Pöttler, Kumpelanerinnen und Kumpelaner, lasst euch einen Moment entführen und vergesst für einige Minuten die Alltagssorgen und folgt mir an einen der malerischsten Orte der Stadt. Kommt mit auf eine Zeitreise, zurück in die Vergangenheit und wieder nach Hause, von heimlicher Liebe und alten Gemäuern. Begleitet mich auf ein klitzekleines Teilstück des Baldeneysteigs und spaziert entlang der Ruhrhöhen zwischen dem Ausflugslokal Heimliche Liebe bis zu Neu-Isenburg, einer mittelalterlichen Burgruine von 1240, die 1244 erobert, 1288 erneut eingenommen und schließlich zerstört wurde. Lasst euch verführen von der Schönheit unserer Region und genießt ein wunderbares Panorama auf den Baldener See, den größten von 6 Ruhrstauseen. Und nun kommt mit auf einen Spaziergang in die Vergangenheit und wieder zurück und vergesst eure heimliche Liebe nicht. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut und vor allen Dingen bis bald, euer Schrömi von Potternander, dem Heimatblog aus Essen. Jetzt müsst ihr nur noch auf YouTube gehen und meinen Kanal aufrufen. Natürlich heißt er auch Potternander. Das aktuelle Video heißt Zeitreise in die Vergangenheit und wieder zurück. Natürlich könnt ihr auch auf Instagram schauen. Auch da bin ich mit Potternander vertreten. Und auf Instagram TV habt ihr ebenfalls das Video. Oder wenn ihr möchtet, schaut doch einfach auf meiner Facebook-Seite Potternander, der Heimatblock aus Essen. Und jetzt aber viel Spaß mit dem Video und genießt die tollen Bilder. Macht's gut, euer Schrömi.